Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rayman 2. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und waren auf der Mission, die Muschel an der Kreuzung zu finden, die zu den Menhir-Hügeln und gleichzeitig auch zu der östlichen Ebene führt. Das heißt, benutze die Muschel an der... Die Muschel? Was denn für eine Muschel? Hier sagt der Granate. Wir werden uns jetzt erstmal umschauen. Ich werde mich einfach zum Eingang der Menhir-Hügeln teleportieren. Ja, der Eingang der Menhir-Hügeln. Komme ich hier denn überhaupt raus? Nee, ne? Ich bin ja hier rausgefallen. Das ist nicht mal der Eingang. Oh doch, tatsächlich. Ich kann hier wieder raus. Gute Sache, gute Sache. Ich hatte eigentlich echt schon Sorge, dass ich hier das ganze Level nochmal machen muss. Aber eigentlich sieht es recht safe aus. Ah, okay. Okay. Jetzt nur wo lang? Folge einfach mal den Pfeilen. Da ist Leissäule. Nevermind. Nevermind. Das heißt, wir müssen einfach hier lang. Oh, wow. Da ist schon die Cutscene. Okay. Easy peasy, Leute. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es ist noch ein bisschen komplexer. Also das macht mich gerade ein bisschen froh. Wo sind wir denn jetzt? Ist das dasselbe wie auf den Game Boy Advance? Okay. Okay. Ich glaube, ich kenne das. Das ist aus dem Game Boy Advance auf der Version Rayman 2. Gibt es dasselbe? Fuck, okay. Ich muss aufpassen, dass die mich kein einziges Mal erwischt. Auf den Game Boy Advance gibt es dasselbe. Da ist nämlich auch eine Spinne, die verfolgt einen immer. Und diese Spinne kann man da, glaube ich, sogar nicht mehr besiegen, tatsächlich. Sie kann einen später noch nicht mehr folgen. Komm schon. Oh, hier ist ein Lump. Ah! Komm schon. Oh, das klappt sogar. Das klappt. Dann holen wir uns mal den Käfig. Wow, habe ich den Käfig jetzt ehrlich nicht bekommen? Och Gottchen, och Gottchen. Hopp, 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 hopp. Perfekt, nice. So soll das sein. Jetzt muss ich nur noch die Lumps am Rand alle holen und dann habe ich es, glaube ich. 2, 3. Hey. Ich habe schon so viele hier gefangen. Oh Gott. Oh Gott. Die Spinne ist schon fast da. Lass mich alleine. Oh nein. Komm schon. Lass mich da wenigstens noch drauf. Gut, gut. Oh, hier ist... Okay. Ich dachte... Nein. 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 Ah, bin ich einfach runtergefallen. Ja, gut. Hab die Hälfte meines Lebens schon verloren. Aber das denke ich mal ziemlich in Ordnung noch. Nein. Jetzt nicht sterben, nur weil ich Mist gebaut habe. So. Okay. Jetzt muss ich mich nur noch so drehen, dass ich halt darüber fliege. Also einfach so. Und Sprung. Perfekt. Jetzt soll es eigentlich auch nicht mehr so schwer sein. Ach, das ist ein Pfeil. Okay. Nehmen wir einfach und springen nach unten. Puh, mein Herz klopft gerade und rast richtig krass, muss ich sagen. Hey, was sind das für Sounds? Ich hab die doch gehört. Oh, schon wieder. Oh Gott. Vorsicht. Okay, gut. Ich höre so komische Sounds. Das macht mir echt ein bisschen Sorge. Ach, das ist Globox. Rayman ist der Größte. Rayman ist der Größte. Er tanzt einfach. Ah. Ich dachte schon, was sind das für merkwürdige Sounds?
So, hier waren wir aber noch nicht. Hier will ich auch noch vorbeischauen. Nichts? Okay. Ich dachte wenigstens etwas. Hallo Globox, na? Oh wow. Da sterbe ich einfach. Gut, aber Globox ist schon wieder da. So, komm mal hier. Was macht er denn jetzt? Ach, sein Regentanz. Alles klar, Rayman, sage ich schon, Globox. Ich will da noch nicht runter. Ah, okay, das ist ja gar nicht so tief gewesen. So, da haben wir wieder diese komischen Teile. Was können wir damit anstellen? Kann Globox damit vielleicht was machen? Wenn er da seine Regenwolke drauf tut? Los, Globox, probier mal. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, diese Teile sind für Globox da. Wächst da jetzt ein Pilz raus? Oh nein, so eine Plattform. Okay. Werde ich mir gleich genauer anschauen. Ich hole nur noch diesen einen Lumen. Okay. Kriege ich nicht hin? Ne. Oh doch. Alles gut. Bewegt mich die Plattform irgendwie? Oh cool. Ah. Ich muss mich sozusagen vom Objekten wegschlagen. Und dann bewegt die sich. Das ist cool gemacht. Und jetzt habe ich den sogar noch aus Versehen dieses ganze Teil hier hingeschossen. Das habe ich jetzt nicht mal geplant. Aber egal. Egal, egal. Das läuft alles sehr gut. Und hier brauche ich für das Feuer halt wieder Globox. Globox, komm mal her. Aber braucht auch so lange. Der gute alte Globox. Na? Gefällt dir das? Auf ihn wieder rumwatschelt. Komm mal her. Komm mal her, sei mal brav. Helf mir mal kurz hiermit. Frag mich eigentlich, ob man auch so irgendwie drumherum springen kann. Hier, mach mal das Feuer aus. Das soll da ja nicht sein, ne? Globox. Da. Feuer ausmachen. Und schon wieder sein Tanz. Perfekt. Funktioniert doch so, wie es soll. Super, Globox. Ich bin stolz auf dich. Au. Den habe ich nicht mal gesehen. Puh. Oh, Globox hat jetzt wieder Angst. Hast du Angst? Nein, nein, Globox, keine Angst. Es ist keine Schande, sich zu fürchten, weißt du? Das Kriegsschiff und die Piraten sind sehr gefährlich. Oh, wenn ich nur mehr von meinen Kräften hätte. Kräfte? Globox, das vergessen. Ein Silberlums. Juhu! Ja! Lei, gab mir Lums, damit deine Faust stärker wird. Cool, also kriegen wir jetzt tatsächlich noch eine weitere Fähigkeit. Also wir haben ja schon sehr viele Fähigkeiten, aber jetzt noch mehr Fähigkeiten? Vielleicht drücke ich auch nur mehr Schaden wieder. Das könnte halt auch sein. Oh oh. Diese Sounds. Sehr gute Vertonung. So, aber tatsächlich? Hey, weg mit euch. Aua. Die healen mich nicht mal. Die healen mich nicht mal. Ja, genau. So. Puh. Ich komme immer noch nicht durch. Okay, ich muss tatsächlich, glaube ich, alle Gegner besiegen. Das heißt einfach weiter vorsichtig. So, eins. Zwei. Drei. Hey. Schießt einfach zweimal. Oh, ah. Ich habe jetzt so Sorge, wenn die so komisch schießen. Ich sehe halt nicht wirklich, wo das hingeht. Da geht es aber nicht lang. Aber das Piratenschiff kann ich auch nicht anschießen. Es wäre halt nur cool, irgendwie Heal zu bekommen oder so. Oh Gott. Puh. Jetzt lass mich durch.
Ich komme ja aber nirgendwo unten lang. Hm. Wie mache ich das denn? Ja, wahrscheinlich. Lass mich allein. So. Ich habe einfach alle getötet, außer den einen. So, muss ich irgendwie das Schiff abschießen? Ich meine, ich habe ja jetzt eine stärkere Faust. Es kommen auch so gut wie immer die gleichen Gegnertypen. Komm schon, einfach auf das Schiff jetzt schießen. Da. Perfekt, da war sogar ein Zeichen, dass ich da drauf schießen soll. Alles gut, also alles gut, das sieht man. Es hat ja so offensichtlich geleuchtet. Puh. Ist aber trotzdem verdammt anstrengend. Aua, aua, aua. So, nein, da drauf. Perfekt. Ich glaube, ich brauche nur noch einen Hit, dann sollte ich fertig sein. Aber das Schiff wird dann natürlich jetzt nochmal Gegner spawnen, ganz viele. Vielleicht kann ich den Hit ja auch so erwischen. Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Oder ich habe es gerade erwischt. Glaube ich aber nicht. Perfekt. Oh Gott, falsche Richtung. So. Puh. Immer noch nicht kaputt. Schiff, geht doch mal kaputt. Wie viel Hits soll ich denn noch landen? Vor allem, wir haben einfach immer noch nicht alle Masken. Wir haben einfach eine Maske erst. Das heißt, es wird noch ein wenig dauern, bis wir ein paar mehr haben. So, also auf jeden Fall wissen wir, dass wir das Schiff jetzt von hinten anschießen müssen. Frage ist halt, wie oft soll ich das bitte noch treffen? Ich habe es jetzt schon viermal ganz gewiss getroffen. Muss ich vielleicht noch was weiteres machen, nachdem ich getroffen habe? Hm. Ich probiere es mal. Ah, okay. So, jetzt ist das auch kaputt. Jetzt ist es kaputt, so wie es sein sollte. Puh, der war knapp. Dankeschön. Netter Heal, aber ich komme immer noch nicht durch. Vielleicht muss ich Globox ja wiederholen. Globox hatte ja da Probleme gehabt. Und ich höre ihn gerade immer noch Angst haben. Hallo Globox. Alles in Ordnung. Komm mit. Diese Sounds einfach wieder. Göttlich. So, ich brauche ganz kurz hier Hilfe, damit du das ein bisschen ausmachst. Jetzt macht er natürlich seinen Voodoo-Spell wieder. Komm schon, hier. Das hier ausmachen, bitte. Oh, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann sterbe, wenn ich dagegen laufe. Tut mir leid. Das hätte ich echt nicht erwartet. So. Aber ich meine, es sind ja Laser. Die sind ja dafür gedacht, mich zu töten. So. Okay, Globox, kümmere dich mal darum. Sein Voodoo-Zauber löst dir erstmal wieder alles auf. Perfekt. Okay, great. Oh wow, 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 wow. Das war unlucky. Noch einer. Das ist jetzt schon wieder ein stärkerer. Das ist wieder so ein Feuer-Dude. Und ich stehe da natürlich super schlecht mal wieder. Komm, ist alles in Ordnung, Globox. Wir holen den erstmal ab. So, alles gut. Kommt kein weiterer Gegner mehr, keine Sorge. Help! So. Hier ist irgend so eine rote Fläche. Die sucht wahrscheinlich. Sobald ich mich da drauf befinde, sollte ich, glaube ich, angegriffen werden oder ähnliches. So. Hopp. Perfekt. Einfacher als nicht laufen können. So, aber dieser Sensor, da muss ich jetzt... Oh Gott. Er verfolgt mich. Also die Tür ist offen. Okay. Das heißt, ich muss die irgendwie am besten zerstören. Ich kann ihn nicht zerstören, okay. Interessant. Aber ich komme da auch nicht drauf. Okay, ich habe eine Idee. Wir können da doch drauf, wenn wir den hier machen, oder nicht? Moment. Hopp, hopp. Und einfach da drauf. Perfekt. Yahoo, wir haben alle 50 sogar.
Cool. Hier ist aber noch mal irgendwo einer. Aber wo? Ich höre das halt irgendwo. Ich denke mal, dass hier drin. Aber wo? Ah, jetzt macht er diese Pflanze ganz. Ah, cool. Coole Sache. Jetzt wird mich das Teil natürlich nicht entdecken. Vorsicht. Identifikation im Gange. Alles okay, nur ein Busch mit großer Nase. Tür ist deaktiviert. Perfekt. So. Puh, endlich drin. Und da haben wir auch noch... Oh nein, ich dachte, das wäre das Letzte. Ah, ärgerlich. Uns fehlt irgendwo genau einer. Oder haben wir alle? Ich glaube nicht, dass wir alle haben. Sollen wir uns einmal komplett wirklich umschauen? Das mache ich jetzt, glaube ich, einfach mal. Auch wenn es natürlich wieder Backtracking beinhaltet. Tut mir leid, Leute, aber ich würde halt gerne einfach mal wissen, inwieweit hier jetzt noch die letzte Chest ist. Sie muss halt irgendwo sein. Und ich habe schon eine Ahnung, wo sie sein könnte. Oh, hier ist verschlossen. Tatsächlich. Also ich komme hier tatsächlich nicht mehr weiter. Das heißt, muss alles erst zu Ende laufen. Schade. Schade, schade. Ich hätte mal Interesse zu wissen, was passiert, wenn wir tatsächlich einmal alles sammeln sollten. Aber das geht ja nicht mehr. Außer hier ist halt irgendwo die Chest, aber die würde man halt hören. So, alles gut. Ich kann nicht mit dir kommen. Ich kann nicht mit dir kommen. Globett will ich sehen. Uglett, das heißt Globette, glaube ich. Das ist nämlich seine Frau. Er heißt ja Globox und seine Frau heißt Globette. Haben wir jetzt alle Chests? Das ist jetzt die Frage. Ja, tatsächlich, wir haben alle. Wir haben alle Chests. Nice. So soll das, Leute. Das ist cool. Zum allerersten Mal alle Kisten und alles gesammelt. So, wohin geht's jetzt? Hallo? Möchte niemand von euch mir helfen? So, jetzt redet mich an. Rayman, die Piraten haben gerade Carmen, den Wal, gefangen. Lauf schnell zur Walbucht und befreie sie. Okay. Dorthin gelangst du vom Globox-Garten aus. Also lauf schnell zur Waldbucht oder Walbucht, okay? Befreie Carmen. Gut, das werden wir jetzt machen. Globox Garten, wo soll denn Globox Garten sein? Also ich weiß, wo Globox Haus ist, das glaube ich hier hinten irgendwo. Da, Steinzirkel und Globox Haus. Ach, in die Richtung geht das, okay. Dann ist Globox Haus hier. So, oben war ich. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Der Zauberbrunnen. Globox Haus, okay. In Globox Haus wird sich natürlich auch Globox Garten dann befinden. Oh nein, das wollte ich gar nicht verlassen. Den Aufzug will ich nicht benutzen. Ich will mich erstmal ein bisschen umschauen. Ich höre zum Beispiel den kleinen Jungen hier. Hallo. Ich kann ihn einfach packen. Alles klar. Er freut sich natürlich. So, das ist Globox Haus. Und ich höre hier gerade alle Kinder applaudieren. Hallo. Was ist das denn? Ach, sie spielen ein Spiel. Okay. Hallo, Globox. Dank dir kann Globox ruhig schlafen. Kleine haben übrigens komische Höhle in Brunnen gefunden. Geh. Also, ich soll mir jetzt die Höhle anschauen. Und wie geht's dir, Globette? Oh, Rayman, du hast meinen Globox befreit. Danke. Danke. Kein Ding, Globette. Okay, dann würde ich sagen, wir werden uns in der nächsten Folge... Oh. Okay.
Dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge ein wenig umschauen, wie es weitergeht. Und haut raus und bis demnächst. Ciao.